Grüß auch vom gerechten Innsbruck. Am Anfang gleich ein kleines Rätsel. Heute sind wir bei der Batschakofl-Station, bei der alten. Was hat die mit der Stadtregierung gemeinsam? Denkt's nach. Auflösung. Es herrscht bei beiden Stillstand. Ja, also da ist den Iglern versprochen worden, dass das renoviert wird für ein Zentrum, für ein Bürgerzentrum da, Stadtteilzentrum. Das ist 2017 bereits praktisch abgesegnet worden. Und 3 Millionen hat es renoviert werden sollen. Die Igler haben sich da in einen Bürgerbeteiligungsprozess einschalten können. Und jetzt auf einmal wieder ganz was anderes. So wie beispielsweise auch versprochen wurde den Bürgern für diese 80 Millionen Bahn, da die halbe Zeit nicht geht, dass sie beim Speicherteich einen Badesee bekommen. Badeteich ist nicht gehalten worden. Dann hat es geheißen, auf Berge-Rodelbahn kriegen sie die Bürger. Ist auch nicht gehalten worden. Und jetzt in der Dienstagzeitung sagt jetzt der Herr Bürgermeister, einen Ideenwettbewerb für diese Teilstation. Lieber Bürgermeister, sind inzwischen die Ideen selber ausgegangen. Wir brauchen da keinen Ideenwettbewerb. Die Stadt Innsbruck hat nur das einzuhalten, was sie den Igler Bürgern versprochen hat. Da haben sich sehr viele in den Bürgerbeteiligungsprozess intensiv eingesetzt, dass sie da endlich ein gescheites System daherbringen oder einen gescheiten Plan. Und jetzt sagst du um 150.000, das ist ungefähr gleich viel, als wie diese Selbstbeweihräucherungsfeier, die Einweihungsfeier kostet hat, ein Ideenwettbewerb. Das brauchen wir alles zusammen nicht. Bleiben wir bei der Wahrheit. Das achte Gebot heißt, du sollst nicht lügen, und deshalb, was das anbelangt und verschiedene andere Sachen, die Bevölkerung bis jetzt angelogen, da kann es noch passieren, dass, schaust du in unserem Pinocchio, dass man eine lange Nase kriegt, diesmal im Geld, weil damals ist in die Bürger das von der damaligen Bürgermeisterin, die inzwischen abgewählt wurde, ja, versprochen worden. Also, ich darf sagen, machen wir keinen Ideenwettbewerb, sparen wir uns das Geld und geben in die Bürger das, den Iglern, was wir ihnen versprochen haben. Aber in diesem Sinne, macht es gut, Servus Innsbruck und Servus Tirol.